Dann als nächster der Herbert, bitte. Und zwar wegen Organisation, wegen dem 6. Dezember. Hallo, es freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben gestern hier in Österreich unseren Nationalfeiertag gefeiert. Ja? Und wenn wir uns erinnern, haben wir da gefeiert, dass Österreich befreit wurde. Ja? Es geht aber nicht um die Befreiung vom Nationalsozialismus. Das war schon 1945. Erst 10 Jahre später wurden wir dann wirklich befreit, und zwar von unseren Befreiern, die dann 10 Jahre lang unsere Besatzer waren. Ja? Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und wir wurden nur befreit deswegen, weil sich Österreich, das österreichische Parlament, aus freien Stücken dazu erklärt hat, zur immerwährenden Neutralität. Und das war die Voraussetzung für unseren Staatsvertrag, wodurch wir unsere Besatzungsmächte losgeworden sind und unser damaliger Außenminister, der Figl, erklären konnte am Belvedere, Österreich ist frei. Okay? Also unsere Befreier haben uns 10 Jahre besetzt. Das war unser Schicksal. Ja? Jetzt gibt es aber unseren großen Bruder, das Deutsche Reich oder Deutschland, was auch immer. Und Deutschland wurde auch befreit vom Nationalsozialismus, aber Deutschland ist 70 Jahre lang besetzt. Ja? Deutschland ist 70 Jahre lang besetzt und wird regiert von einer alliierten Kommission. Und die Frau Merkel ist nur eine Handlangerin dieser alliierten Kommission. Und die NSA braucht die Frau Merkel nicht abzuhören, denn die Frau Merkel kriegt ihre Anweisungen direkt von dieser Seite. Ja? Es wäre jetzt wichtig für uns alle, dass endlich der Zweite Weltkrieg beendet wird, auch für Deutschland oder überhaupt für ganz Europa, für die ganze Welt, und dass Deutschland endlich seinen Friedensvertrag erhält oder Frieden macht mit den 54 Feindstaaten, mit denen Deutschland immer noch im Waffenstillstand ist, aber nicht in Frieden. Und es wäre eine Möglichkeit, dass Deutschland ein Vorbild für die ganze Welt wird, dass Deutschland einen Friedensvertrag schließt mit all den Feindstaaten, dass Deutschland endlich nach 70 Jahren Besatzung eine Verfassung bekommt. Und im besten Fall könnte Deutschland dem österreichischen Beispiel folgen und sich als immerwährend neutral erklären. Und wir könnten hier in Mitteleuropa einen neutralen Block bilden, gemeinsam mit der Schweiz und Österreich, wenn die österreichische Neutralität wieder aktiviert wird. Denn wir haben unsere Neutralität aufgegeben, denn sonst könnten wir nicht bei den Sanktionen gegen Russland mitmachen. Ja? Also es wäre wichtig, ich rege an, Deutschland soll endlich den Friedensvertrag bekommen, und das können wir einleiten hier in Wien bei der globalen Friedensmahnwache am 6. Dezember. Und wir wollen eine Lösung für die ganze Welt haben. Ja? Und wir können in Wien ein Forum errichten, dass wir alle Parteien auf einem Tisch bekommen und zivilgesellschaftlich Lösungen für die ganze Welt erarbeiten. Hier in Wien bei der Donau-Friedenskonferenz, die im Anschluss an die Globalwache stattfinden soll. Also an die globale Friedensmahnwache. Jetzt zur globalen Friedensmahnwache. Es wäre schön, wenn wir zum Beispiel auf der Donauinsel ein internationales Friedensdorf errichten, und zwar schon für die Gäste, die kommen zur globalen Friedensmahnwache. Und ich würde da appellieren an unsere Brüder, unsere Rainbow-Brüder, die da schon sehr viele Erfahrungen haben und ständig die Rainbows international organisieren. Vielleicht wäre es der richtige Anlass, dass die Rainbow-Gemeinde die Organisation übernimmt auf der Donauinsel ein permanentes internationales Friedensdorf, und zwar rechtzeitig noch vor dem 6. Dezember. Und wir gehen davon aus, dass diese Aktion auch Unterstützung von der österreichischen Politik und von unserem lieben Bürgermeister erhalten wird, weil das ja ein edles Ziel ist, das wir anstreben. Also ich würde ersuchen, die Focalizer der Rainbow-Bewegung, die das vielleicht hören, dass sie die Organisation für das internationale Friedensdorf auf der Donauinsel übernehmen. Und es wäre auch ein wichtiges Beispiel für uns alle,
Das ist ein permanentes, winterfestes Friedensdorf. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir es nicht schaffen, den Frieden zu sichern und Wien zerbombt ist zum Beispiel, dann müssen wir sowieso bei jeder Witterung aushalten draußen und wir müssen uns einrichten in der Krise. Und wir werden uns jetzt schon einrichten, präventiv, auf dass wir uns nicht später einrichten müssen. Ja? Also ich fordere alle auf, die da Kontakte haben zur Rainbow-Bewegung und so weiter, dass wir die Organisation in die Hand nehmen. Und für den 6. Dezember, der 6. Dezember ist ein Samstag, es wäre schön, wenn wir in Wien unterschiedlichste Veranstaltungen schon am Vormittag organisieren könnten für die Gäste, die bereits hier sind. Und dass wir am Nachmittag dann einen Sternmarsch machen daher oder auf den Heldenplatz, wo auch immer das stattfinden wird. Und dass wir nachher Gelegenheit haben, noch gemeinsam weiter zu feiern. Wir haben geplant, dass das vielleicht im Audimax geht. Es hat jemand gesagt, er wird sich dessen annehmen. Der hat sich aber bis jetzt nicht gemeldet. Also am besten wäre es, wenn wir im Audimax nachher den Abend beenden könnten, beziehungsweise am nächsten Tag auch die Veranstaltung im Audimax gemeinsam durchführen könnten. Und es wäre wichtig, dass wir das rechtzeitig organisieren, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. In diesem Sinne, Friede allen Wesen. Danke.